Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In diesem Video bist jetzt du gefragt. Ich werde dir ein Erlebnis von Hubert Hubertikus erzählen. Dann drückst du auf Pause und versuchst, die Aufgabe selbstständig zu bearbeiten. Wenn du fertig bist, dann klickst du auf Play und ich zeige dir, wie Hubert Hubertikus sein Problem gelöst hat. Hubert sieht im Keller eines Museums alte Kutschenräder. 7/8 dieser Kutschenräder sind kaputt. Davon sind 2/15 schmutzig. Diesmal hat sich Hubert Hubertikus eine knifflige Aufgabe für dich überlegt. Ich werde dir hier 4 Aussagen einblenden. Wähle alle passenden Aussagen aus. Drücke auf Pause und bearbeite die Aufgabe selbstständig. Na, hast du alle richtigen Aussagen gefunden? Wir gehen jetzt gemeinsam jede Aussage durch. Die erste Aussage ist richtig. Schauen wir gemeinsam, wieso diese Aussage richtig ist. Aus der Angabe wissen wir, dass 7/8 von allen Kutschenrädern kaputt sind. Davon sind 2/15 auch noch schmutzig. Aus dem von wird ein mal. Daher schreiben wir 2/15 mal 7/8. Wir kürzen durch die Zahl 2. Nach der Rechenregel rechnen wir Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. Wir schreiben also 1 mal 7 in den Zähler und 15 mal 4 in den Nenner. Das ergibt 7/60. Die nächste Aussage ist falsch. Die Zeichnung stellt nur ein Kutschenrad dar, das zu 2/15 schmutzig ist. Die Frage, wie viele Kutschenräder kaputt und schmutzig sind, kann damit aber nicht beantwortet werden. Diese Aussage war etwas knifflig. Sie ist richtig. Wir wissen aus der Angabe, dass 2/15 aller kaputten Kutschenräder auch noch schmutzig sind. Wir können daher 1 minus 2/15 rechnen, um zu ermitteln, welcher Anteil von den kaputten Kutschenrädern sauber ist. Der 1er bezieht sich auf ein Ganzes, also auf alle kaputten Kutschenräder. Wir müssen in der Rechnung zuerst auf den gemeinsamen Nenner 15 bringen. Wir erhalten 13/15 als Ergebnis. Aus der Angabe wissen wir, dass 7/8 von allen Kutschenrädern kaputt sind. Nun wissen wir zusätzlich, dass 13/15 davon sauber sind. Aus dem von wird ein mal, daher schreiben wir 13/15 mal 7/8. Nach der Rechenregel rechnen wir Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. Das ergibt 91/120. Die letzte Aussage ist falsch. Es sind nämlich 1/14 aller kaputten Kutschenräder schmutzig. Hast du dieselben Aussagen ausgewählt? Wenn ja, dann nehme ich dich jetzt mit zu Hubert Hubertikus letztem Ausflug, bevor er wieder nach Hause fährt. Bist du bereit? Dann geht's los. Hubert Hubertikus stöbert durch einen Bücherflohmarkt. Dort erfährt er, dass die Bücher am Bücherflohmarkt abgewogen werden und er pro Kilogramm an Büchern einen bestimmten Preis zahlt. Er kauft 2,5 Kilogramm Bücher und macht sich auf den Heimweg. Im nächsten Monat liest Hubert 3/4 von diesen 2,5 Kilogramm Büchern. Sobald er 2 Kilogramm gelesen hat, holt er Nachschub. Berechne, ob Hubert sich schon neue Bücher holen muss. Drücke auf Pause und bearbeite die Aufgabe selbstständig. Zuerst schreiben wir die gemischte Zahl 2,5 als unechten Bruch an, also als 5/2. Hubert hat bereits 3/4 von 5,5 Kilogramm der Bücher gelesen. Aus dem von wird ein mal. Wir schreiben 3/4 mal 5/2.
Nach der Rechenregel rechnen wir Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. Das ergibt 15 Achtel. 15 Achtel ist kleiner als 16 Achtel und 16 Achtel entspricht 2. Hubert muss also noch keinen Nachschub an Büchern holen. Haben deine Berechnungen zum selben Ergebnis geführt? Super gemacht! Da Hubert nun noch mit dem Lesen beschäftigt ist, verabschiedet er sich jetzt von dir, genauso wie ich. Tschüss!